Die hat momentan keine Zahnschmerzen, sind also nicht in ihrem Gebiet. Aus! Ach! Aus, sag ich! Aha, ist doch. Draußen haben alle Angst vor ihm. Klar, ist ja auch ein ganz anderer Typ als ich. Wolltest du mal was anderes im Bett haben, oder was? Ich war und bin sehr dominant und sehr, sehr stark. In so einer Art Embryonalstellung. Ist ein Stammkunde von mir. Doch zu Hause ist er seiner Frau gnadenlos ausgeliefert. Bevor ich ihn mit dem Pfeilchen auf der Straße getroffen habe, da gab es keine Schlägerei. Er steckte bei Ihnen in der Speiseröhre. Für die Kaffeekasse? Das jetzt bei Richterin Barbara Salisch. Frau Krebs, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihrem Ehemann Michael. Ihr Vorname ist Rabea, Frau Krebs. Sie sind am 13. August 75 in Mannheim geboren, leben aber schon seit langem in Hamburg, verheiratet. Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Krankenschwester. Frau Vorsitzende, entschuldigen Sie bitte, aber... Papa! Seid du mal ruhig, ich mach das bisschen hier schon. Bevor hier weiter haltlose Anschuldigungen verlesen und vorgetragen werden, möchte ich eine Erklärung abgeben wie folgt. Meine Tochter ist unschuldig. Frau Krebs, wie heißt Ihr Vater? Held. Herr Held. Dr. Held, bitte. So viel Zeit muss bleiben. Oh ja. Herr Dr. Held, die Strafprozessordnung sieht es nicht vor, dass Angehörige, Väter erst recht nicht, Erklärungen abgeben und schon gar nicht vor Verlesung der Anklageschrift. Die Strafprozessordnung, wissen Sie, das ist mir ziemlich egal, ja? Sie wissen ja wohl gar nicht, wer hier vor Ihnen steht, ja? Ich leite eine Zahnarztpraxis mit 24 Angestellten. Schön für Sie, Herr... 24 bitte, ja? Ich kann schon in Worten 24 fürs Protokoll. Herr Dr. Held, nehmen Sie bitte Platz. Hier hat momentan keiner Zahnschmerzen, sind also nicht in Ihrem Gebiet. Und das interessiert mich der Rest also deshalb zu Ihren 24 Angestellten null. Und wenn Sie nicht gleich Platz nehmen und schweigen, dann gibt es nur die Strafprozessordnung mit Ordnungsgeld, Ordnungshaft und er sitzt schon Saalverweis. Ist das klar? Die Anklage, Herr Staatsanwalt Röhm. Ja, leider ohne Doktor, Frau Vorsitzende. Aber das dauert bei Juristen auch etwas länger als bei den Zahnärzten. Bei manchen. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Der Ehemann der Angeklagten, Michael Krebs, leidet schon seit längerer Zeit unter den extremen Gewaltausbrüchen seiner Frau. Am 30. November 2009 eskalierte die Situation in der gemeinsamen Hamburger Wohnung so, dass die Angeklagte ihren Mann erst mit dem spitzen Absatz eines Stöckelschuhs traktierte und dann auf den am Boden liegenden derart heftig eintrat, dass er unter anderem mit einem Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Rabea Krebs wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Krebs, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben zur Sache machen? Nur so viel, dass das Ganze echt ein total blöder Unfall war. Der Michael ist einfach saublöd auf den Badewannenrand gefallen und ich habe lediglich versucht, so schnell wie möglich Hilfe für ihn zu besorgen. Und jetzt wird mir unterstellt, ich hätte ihn getreten und geschlagen und sonst was. Das ist so absurd. Dann schauen Sie sich die Mandantin doch mal bitte an und denken Sie sich einfach mal das angebliche Opfer daneben. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Die Mandantin wäre körperlich, rein körperlich überhaupt nicht in der Lage, ihrem Mann so schwer zu verletzen. Also so viel dazu, aber darüber hinaus möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Ne? So besprochen. Dann kommen wir direkt zu dem Zeugen und beginnen mit dem Geschädigten. Michael Krebs, bitte nehmen Sie an der Seite Platz. Nehmen Ihre Verteidigung und so diesen Ehemann mal an. Herr Krebs, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Herr Krebs, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Michael ist Ihr Vorname, Sie sind 40 Jahre alt und wohnen in Hamburg. Was sind Sie vom Beruf? Türsteher. Die Angeklagte ist Ihre Ehefrau, das heißt, Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können Aussagen schweigen, das ist Ihre Entscheidung und § 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Wollen Sie Aussagen? Ich möchte trotzdem was dazu sagen. Meine Frau... Die schlägt mich nicht. Also, ich meine, sehe ich aus wie ein Mann, der sich von seiner Frau verprügeln lässt? Also, außerdem wäre ich dann wohl ohnehin schon längst nicht mehr bei ihr. Wie ist es am 30. November, war das, zu Ihren schweren Verletzungen zu Hause gekommen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich bin so circa 18.15 Uhr vom Sport nach Hause gekommen. Bin dann ins Bad, weil ich mir vorm Essen noch mal die Hände waschen wollte. Ich war ein bisschen spät dran, das Essen. Das hat ja schon ein bisschen auf mich gewartet. Und ja, dummerweise ist zu diesem Zeitpunkt dann auch noch die Deckenbeleuchtung durchgebrannt im Badezimmer. Die Lampe wollte ich dann halt eben auch noch schnell wechseln. Dazu bin ich dann auf die Badewanne, also beziehungsweise auf den Rand gestiegen.
bin da mit meinen Socken ausgeglitten und dann tatsächlich mit meinem Bauch auf diesem Badewannenrand gelandet. So kam es dann zu dem Milzriss. Da sehen Sie es. Herr Krebs, die Verletzungen, die im Krankenhaus an Ihnen festgestellt worden sind, können nach dem Gutachten des gerichtsärztlichen Dienstes unmöglich davon stammen, dass Sie nur auf den Badewannenrand gefallen sind. Und noch was. Hier, wir haben hier einen Schlüssel. Der war aber nicht von Anfang an in dieser Spurensicherungstüte, sondern er steckte bei Ihnen in der Speiseröhre, wurde bei Röntgenaufnahmen entdeckt. Was macht dieser Schlüssel in Ihrer Speiseröhre? Also ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie der da... Also meine Frau und ich, wir haben keine Ahnung, wie das Ding da hingekommen ist. Herr Krebs, das ist absolut absurd und Sie reden sich hier um Kopf und Kragen. Sie haben diesen Schlüssel mit voller Absicht verschluckt. Dafür gibt es auch einen Zeugen, das ist der Dominik Sauer. Und die einzige Frage ist, warum haben Sie das gemacht? Was lag dem zugrunde? Das ist doch völliger Blödsinn. Ich habe doch das Ding nicht mit Absicht verschluckt. Also der Dominik, also ja? der irrt sich. Der irrt sich. Ich bin auch total, da müsste ich ja total bescheuert sein. Man weiß, was da alles passieren kann. Herr Krebs, das frage ich mich auch, nach dem, was Sie uns hier erzählen. Wir wissen doch beide, dass es anders gewesen ist, oder nicht? Sie haben Panik gehabt, oder nicht? Sie waren im Badezimmer mit diesem Schlüssel. Warum? Sie wollten ihn da verstecken. Nehme ich mal an. Und dann haben Sie gemerkt, Ihre Frau kommt. Und dann waren Sie so ängstlich, genauso groß, wie Sie da sitzen, so ängstlich waren Sie, als sie da reinkam und haben das Ding geschluckt. Die Frage ist, wohin führt uns dieser Schlüssel? Was wollen Sie vor Ihrer Frau verheimlichen? Ja. Dass Sie da in Todesangst ja fast reagieren. Gar nichts. Meine Frau und ich, wir führen eine gute Ehe. Und bitte lassen Sie diese dummen Anschuldigungen einfach bitte fallen. Wir wollen wirklich einfach nur noch nach Hause gehen. Sie können auch gerne nach Hause gehen, allerdings erst nach meiner Urteilsverkündung. Es geht hier immerhin um Körperverletzung und zwar mit schweren Folgen. Ja? Herr Krebs, was hat denn meine Mandantin von Ihrem Sturz im Badezimmer überhaupt mitbekommen? Ja, zuerst mal nichts. Also, ich konnte mich ja kaum bewegen. Und ich habe dann anschließend gleich nach ihr gerufen. Aber in der Küche, sie hatte das Radio an dem Tag sehr laut. Wissen Sie, wir hatten unseren 5. Hochzeitstag. Und sie hat so tolle Laune gehabt und hat laut mitgesungen. Und die hat das einfach wirklich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mitgekriegt. So war es doch. Ja, und wann hat sie dann ihr Rufen gehört und die erste Hilfemaßnahme eingeleitet? Also circa, denke mal so 10 Minuten danach, da hat sie dann ja gemerkt, dass ich nicht zum Essen gekommen bin und hat dann halt eben nach mir sehen wollen. Wie gesagt, ich konnte mich halt eben selbst nicht bewegen und sie hat mich dann gefunden, hat dann gleich den Notarztwagen bestellt und mir kalte Nackenschläge, also Umschläge in den Nacken gemacht. Und wenn sie an dem Tag das Zeichen nicht da gewesen wäre, dann wäre ich mit Sicherheit innerlich verblutet. Kommen wir mal zu diesen Verletzungen, und zwar zu besonders einem. Sie hatten ja nicht nur diesen Milzriss, den haben wir schon mal diskutiert, sondern auch punktförmige Hämatome an Ihrem Oberkörper. Dieses Foto hat die Polizei gemacht, einen Tag nach Ihrem angeblichen Sturz, und zwar im Krankenhaus. Und diese Polizei hat nämlich auch im Badezimmer diesen Stöckelschuh Ihrer Ehefrau sichergestellt. Und klingt so, als ob das... der Schuh zu diesen, oder der Schlüssel jetzt indirekt, zu diesen Verletzungen sei. Bleiben Sie dabei, Herr Krebs, dass Ihre Ehefrau nichts, auch nicht mit diesen Verletzungen zu tun hat? Ja, ganz sicher. Wissen Sie, ich arbeite als Türsteher. Ja. Und da hat man wirklich beinahe täglich Auseinandersetzungen mit den komischen Typen. Da kommt man noch ein paar blaue Flecken nur wirklich nicht drum rum. Und diese Hämatome, die habe ich damals... Ja, einen Abend vor meinem Unfall, da habe ich so eine Tussi aus dem Laden geschmissen. Die habe ich mir aufgeschultert, sie hat zu viel gesoffen, hat Ärger gemacht und habe sie nach draußen getragen. Und die hat auch so einen Stöckelschuh, mit dem Stöckelschuh auf mich eingeprügelt. Ja, das haben Sie sich in aller Ruhe lang gefallen lassen, oder was? Wie ist denn der Name von dieser jungen Dame? Der Name, wo soll ich das wissen? Ich habe die nur rausgeschmissen. Weil die Personalien normalerweise festgestellt werden. Frage ich doch nicht nach dem Namen. Die schmeiß ich raus und fertig. Herr Krebs, Entschuldigung, Sie sind hier das Opfer, aber ich habe trotzdem überhaupt keine Lust darauf, dass Sie uns hier anlügen. Das ist alles totaler Unsinn. Diese Hämatome waren zum Zeitpunkt des Fotos, als das Foto aufgenommen wurde, frisch. Wären Sie 36 Stunden alt, so wie Sie uns das hier erzählen, wären Sie bereits verfärbt. Das liegt nicht vor. Es kann nicht sein, was Sie uns sagen. Verstehen Sie das? Es ist Unsinn. Nein, das ist. Ich sag hier die Wahrheit. Dann ist das bei mir halt anders als bei anderen das Leuten. Das ist der Schuh Ihrer Frau und das ist die Tatwaffe gewesen. Ihre Frau hat
ich würde schon fast sagen, routiniert, so wie das aussieht. Und sie haben noch nicht mehr großartig Gegenwehr geleistet, auf sie eingeschlagen. Und ihre Frau hat, als sie am Boden gelegen sind, auf sie eingetreten. Und zwar so heftig, dass die Milz gerissen ist. Und das hat sie gemerkt. Sie hat gemerkt, dass sie nicht mehr können, hat Panik bekommen, hat den Krankenwagen angerufen. Meine Frau schlägt mich nicht und dabei bleibe ich. Noch Fragen an den Zeugen Krebs? Nein. Wenn Sie dabei bleiben. Dann setzen wir mit Ihrer Arbeitskollegin fort. Sabine Rehbach, bitte. Der Zeuge bleibt unvereidigt. An der Seite Platz. Bitte. Frau Rehbach, dass man bei Gericht, nehmen Sie doch bitte Platz. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie ja. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Sabine ist Ihr Vorname. Sie sind 32 Jahre alt und wohnen in Hamburg. Was sind Sie vom Beruf? Türsteherin. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, genau. Und zu der möchte ich erst mal direkt was sagen. Rabea schlägt ihren Mann, und zwar regelmäßig. Wahrscheinlich hat sie ihn gestern und gerade heute noch verprügelt. Oder heute? Woran vermuten Sie das? Woran machen Sie das fest? Ja, als ich Michael vor der Verhandlung zur Begrüßung auf die Schulter geklopft habe, ist er richtig zusammengezuckt. Als wenn er da eine frische Wunde gehabt hätte. Ja, und jetzt nimmt er wahrscheinlich Rabea in Schutz, weil er ihn wahrscheinlich eingeredet hat, er hat die Schläge verdient. Das ist völliger Blödsinn. Sabine, warum erzählst du so einen Mist hier? Ich habe dir vorhin schon mal gesagt, dass das nicht stimmt. Ach ja, und hast mir dann selbst so einen Blödsinn erzählt? Wann hat Ihnen Herr Krebs was erzählt? Ach, das war Ende Oktober. Da kam er mir nachts mit einem Pfeilchen auf der Straße entgegen. Tja, der stand total neben sich. Ich habe ihn dann erstmal mit nach Hause genommen und habe ihm Schnaps gegeben und da hat er mir dann alles erzählt. Dass Rabea immer solche Anfälle hat und einfach zuschlägt, wenn es mal nicht nach ihrer Nase geht. Diese Frau ist eine tickende Zeitbombe. Michael, du musst endlich die Wahrheit sagen. Ich schlage Michael nicht. Außerdem sitzen wir ja sowieso nur hier wegen dir und deiner bescheuerten Aussage. Du sagst das alles nur, weil du scharf auf ihn bist, oder? Ich auf Michael? Ganz bestimmt nicht. Aber ich habe schon häufig Hämatome gesehen und Prellungen, die du ihm verpasst hast. Beschreiben Sie doch mal bitte die Verletzungen, die Sie selber gesehen haben. Ja, also die Verletzungen, die waren am Arm, an den Händen und am Hals. Natürlich hat Michael immer versucht, die irgendwie zu verstecken. Aber meist der Ärmel hochgerutscht oder der Kragen ist verrutscht. Ja, und dann hat man halt die Wunden gesehen. Und einmal hat er sich mal bei uns im Club umgezogen. Ja, und da habe ich eine riesengroße Prellung an seinem Rücken gesehen. Ja, er war natürlich total sauer, weil ich einfach so in die Umkleidekabine geplatzt bin. Vermutlich ist es in dieser besagten Oktobernacht nicht nur bei einem Schnaps geblieben und der Krebs hat seine ehelichen Meinungsverschiedenheiten ein bisschen dramatisiert. Ist es so gewesen, Herr Krebs? Genau so ist es tatsächlich gewesen. Also in der Nacht, als ich von der Arbeit gekommen bin, da haben meine Frau und ich uns gestritten. Wissen Sie noch, worum es ging? Nee, das, also genau weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe natürlich mal wieder total überreagiert. Ich bin dann raus, kopflos, raus, wollte einfach nur spazieren gehen, weil ich halt so sauer auf Rabea war. Und ja, dann habe ich halt eben Sabine auf der Straße getroffen. Und voll wie ein Eimer habe ich ihr dann irgendwelchen Mist erzählt. Was hast du dich überhaupt bei dieser Tussi auszukotzen, hä? Es war doch, Rabea, es war doch wirklich nur Zufall, dass ich Sabine da unten getroffen habe auf der Straße. Beruhig dich doch bitte wieder jetzt. Ich soll mich beruhigen? Du hattest was mit ihr, hä? Natürlich hattest du was mit ihr. Oh, wie konnte ich nur so blöd sein? Klar, ist ja auch ein ganz anderer Typ als ich. Wolltest mal was anderes im Bett haben, oder was? Also, Rabea, jetzt sei mal ruhig. Aus! Ach. Aus, sag ich. Aha, geht doch. Also, ehe hier weiter wilde Vermutungen verhandelt werden und geäußert. Das sieht doch jeder Blinde mit dem Krückstock, dass die beiden was miteinander haben, dass die zusammen ins Bett steigen. Oh, ist doch ganz klar, Mensch. Rabea, jetzt hör bloß nicht auf ihn. Du weißt ganz genau, das ist meine Arbeitskollegin, ich arbeite lediglich mit ihr. Mehr ist das nicht, das weißt du. Herr Krebs, nur wenn der Streit so harmlos gewesen ist, der im Oktober, wo Sie auch nicht mehr wissen, warum es im Einzelnen gegangen ist. Warum hatten Sie dann ein Pfeilchen? Ach, ein Pfeilchen, ja, mein Gott. Das hatte ich von der Arbeit. Das war von einem Typen, der an dem Abend, als ich es bekommen habe, nicht begreifen wollte, dass wir eine geschlossene Gesellschaft haben. Immer von der Arbeit, ne? Ist klar. Frau Rehbach, Sie arbeiten mit ihm zusammen seit 5 Jahren in diesem Club Hamburg 11. 5 Tage in der Woche stehen Sie da mit ihm. Das heißt, Sie müssten das doch eigentlich mitbekommen haben, wenn es so einen Vorfall gegeben hat. Haben Sie das? Nein, habe ich nicht. Ein paar Stunden vorher habe ich ja noch mit ihm zusammengearbeitet, bevor ich ihn mit dem Pfeilchen auf der Straße getroffen habe. Da gab es keine Schlägerei. Gut. Haben Sie in etwa mitbekommen, dass, so wie er uns das schildert, ein weiblicher Clubgast vollkommen ausgerastet ist und ihn mit dem Stöckelschuh traktiert hat? Auch nicht. Und überhaupt, Michael war noch nie in eine Schlägerei verwickelt. Er ist eigentlich bekannt dafür, dass er alles mit Worten regelt. Also anscheinend bekommen Sie immer nur die harmlosen Geschichten mit. Ich meine, was machen Sie? Sind Sie permanent auf Toilette oder in einer Pause, wenn Sie an der Tür gebraucht werden? Ist Ihr Job? Sie haben da überhaupt keine Ahnung.
Das würde ich jetzt so nicht sagen wollen, aber es, wenn wir mal zu diesem Schlüssel rüberkommen. Dieser Schlüssel ist in der Speiseröhre hier des Ehemannes gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hält es ja für möglich, dass er ihn geschluckt hat, um irgendetwas vor seiner Ehefrau geheim zu halten. Haben Sie eine Vermutung, sowas schon mal gesehen, für was er diesen Schlüssel haben könnte? Ja, die habe ich. Ich habe Michael mal im Club mit einer Knarre gesehen und ich habe ihn dann gefragt, wo er die her hat. Ja, und da hat er mir erzählt, dass das nur eine Schreckschusspistole wäre und dass er die irgendwie so einem Typen abgenommen hat, der bei uns im Club stand, in der Schlange. Ja, ich habe mir dann auch keine weiteren Gedanken mehr gemacht. Aber jetzt hier vor dem ganzen Hintergrund habe ich eine ganz andere Vermutung. Und die wäre? Ja, also ich glaube mittlerweile, dass das eine echte Knarre gewesen ist. Und so bescheuert das jetzt auch klingen mag, ich glaube einfach, dass Michael so verzweifelt gewesen ist, dass er daran gedacht hat, sich umzubringen. Wahrscheinlich hat er die Knarre jetzt irgendwo weggeschlossen. Das wird der Schlüssel dazu sein. Sag mal, geht's dir nicht gut irgendwie? Was erzählst du hier für einen Mist? Ich habe doch keinen Grund, mich umzubringen. Ich war und bin immer noch glücklich verheiratet. Ach ja, und warum gehst du dann ins Bordell? Was? Sag mal. Michael, Ich kenne zufällig die Türsteher im Puschi. Wie bitte? Jetzt siehst du mal, was du dir da eingefangen hast, ja? Jetzt mach's wie ich, lass dich scheiden. Das bisschen Anwaltskosten zahle ich auch noch. Ja, aber erst zählt das halt der Ordnungsgeld. 500 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft. Ist es jetzt klar, Herr Dr. Held? Für die Kaffeekasse? Mit Sicherheit nicht für die Kaffeekasse. Und die Kaffeekasse kostet Ihnen nochmal 500 Euro extra. Ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft. Und das betrachte ich als persönliche Beleidigung. Soll ich vielleicht mal eine Klammer legen lassen, wie bei Ihrem Patienten? Das kann ich besser. Herr Krebs, besuchen Sie regelmäßig ein Bordell? Hören Sie, ich war wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal in irgendeinem Bordell. Die Türsteher da, die müssen sich geirrt haben. Ich meine, Entschuldigung, die Türsteher müssen sich geirrt haben. Sie kennen sich doch alle untereinander. Warum sollen die sich irren? Und dann gibt es ja noch eine Zeugin. Sie müssten das doch alles wissen. Ricky Botz, die arbeitet da im Bordell. Die wird ja auch gleich aussagen, dass sie da gewesen sind, dass sie sie kennen. Trotzdem wissen wir nicht, selbst wenn es so ist, was Michael Krebs in so ein Bordell treibt. Ich meine, vielleicht kann man sich auch da solche Verletzungen zuziehen. Also, jetzt reicht's mir aber langsam. Ich lass mich doch nicht absichtlich verprügeln. Was ist das denn? Also wirklich, jetzt mal. Noch Fragen an die Zeugin Reber? Nein, danke. Dann möchte ich aber erst mal mit den Nachbarn der Eheleute Krebs fortsetzen. Dominik Sauer, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, die Zeugin. Bleibt unvereidigt. Herr Sauer, nehmen Sie doch bitte Platz. Herr Sauer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Dominik ist Ihr Vorname, Sie sind 18 und Sie wohnen in Hamburg. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Azubi zum Hafenlogistiker. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Genau. Also wir sind nur Nachbarn. Ich wohne direkt nebenan und war ja auch schon an dem Abend da, wo der Notarzt gekommen ist. Genau deshalb habe ich Sie auch als Zeugen geladen. Wie sind Sie überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass in der Wohnung Ihrer Nachbarn irgendwas nicht stimmt? Also ich wollte eigentlich einen Kumpel besuchen. Und als ich dann im Treppenhaus war, habe ich gesehen, dass bei Rabea und Michael die Tür nur angelehnt war. Und da habe ich gehört, wie Rabea geweint hat. Also bin ich mal reingegangen und habe geguckt. Aha. Was haben Sie gesehen? Also ich kann von der Haustür aus direkt gegenüber ins Badezimmer gucken. Und da lag dann Michael in so einer Art Embryonalstellung und Rabea kniete daneben und hat geweint. Und als ich sie gefragt habe, was denn los ist, ist sie auf mich zugestürmt und hat nur noch wirres Zeug geredet. Die war total am Ende. Ja, warum denn? Warum ging es Ihnen denn so schlecht, Frau Krebs? Weil Sie gemerkt haben, dass Sie zu weit gegangen sind? Weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Meine Mandantin war über den Zustand ihres Mannes erschrocken. Meine Gott, sie hatte Angst um ihn, war mit den Nerven fertig. Das hat der Zeuge doch gerade gesagt. Da fangen Frauen vielleicht auch manche Männer an zu weinen. Manchmal ist ihnen noch lang völlig verborgen geblieben, ja? Das glaube ich nicht. Aber Herr Sauer, bei der Polizei haben Sie doch was anderes erzählt von einer anderen Beobachtung. Wissen Sie noch, was ich meinen könnte? Ja. Also, als Rabea mich aus dem Bad rausgedrängt hat, habe ich noch gesehen, wie Michael sich hinter ihrem Rücken etwas mit der Hand in den Mund gesteckt hat. Mehr konnten Sie nicht erkennen? Nee, also ich habe dem in dieser Situation natürlich überhaupt keine Bedeutung beigetragen. Und als ich dann später aber von der Polizei gehört habe, dass in Michaels Speiseröhre ein Schlüssel gefunden wurde, ist mir natürlich dann ein Licht aufgegangen. Und das kommt ja auch von der Größe her ungefähr hin. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es der Schlüssel war. Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass die Angeklagte ihren Ehemann regelmäßig körperlich misshandelt. Haben Sie jeweils davon irgendwas mitbekommen? Nicht direkt. Also ich habe eben öfter mal dumpfe Geräusche gehört, aber nie Schreie oder so. Und ich meine, die beiden haben ja auch bisher immer einen ganz relaxten Eindruck gemacht. Also zumindest Michael.
Ja, und die Angeklagte, die war offensichtlich nicht so relaxed oder was hatten Sie von Eindruck? Ja, die war eigentlich immer ein bisschen komisch drauf, also von Anfang an. Und die hat immer allen auf so pseudo-locker getan. Und ja, aber wenn Sie mich fragen, ist das einfach nur eine arme Frau mit einem ordentlichen Problem. Ich frage Sie jetzt gleich weiter natürlich, welche Art meinen Sie? Michael verprügelt sie. Was? Sag mal, brennst du jetzt oder was? Das darf doch wohl nicht wahr sein, so einen Scheiß zu erzählen hier. Wie kommen Sie drauf, bitteschön? Jetzt höre ich ihn. Wir haben Ihnen zugehört und jetzt möchte ich diesen Zeugen haben. Wie kommen Sie drauf? Als ich gestern Abend meine Haustür abgeschlossen habe, da habe ich von nebenan wieder so einen Rums gehört. Und da bin ich eben zur Tür gegangen und habe gelauscht. Und da habe ich gehört, ganz deutlich, wie Rabea geheult hat und Michael angefleht hat. Das waren die letzten Schläge, okay? Mhm. Also, wenn Sie mich fragen, ist Michael einfach nur irgendein Vollidiot, der immer einen auf nett und hilfsbereit tut. Und Männer, die Frauen schlagen, sind wirklich das Allerletzte, ohne Scheiß. Was muss ich da hören, Rabea? Dieser dein Mann schlägt dich? Michael schlägt mich nicht, das ist völliger Blödsinn, Papa. Glaube ich nicht. Nur Fragen an den Zeugen Sauer derzeit. Nee, danke. Dann möchte ich mal mit Ihrer Mutter fortsetzen. Frau Held, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz, Herr Zeuge. Bleibt unvereidigt, Petra Held.